Ich möchte Ihnen heute ein paar Kräftigungsübungen für zwischendurch vorstellen, mit denen Sie ganz leicht Ihre Unterarmmuskulatur trainieren können. Die erste Übung nennt sich der Greifer. Strecken Sie zunächst die Hände nach vorne. Nun öffnen und schließen Sie die Hände so schnell und so fest Sie können. Dabei sollte das Öffnen und Schließen jeweils nur eine halbe Sekunde dauern. Wiederholen Sie dies 50 bis 100 Mal und Sie werden Schmerzen spüren. Das verspreche ich Ihnen. Die zweite Übung ist der Unterarm-Curl. Für diese Übung brauchen Sie ein dickes Buch oder sonst irgendwas Schweres, was Sie gut greifen können. Es geht auch eine Kurzhantel. Halten Sie den Oberarm dicht an Ihrem Oberkörper. Der Unterarm muss parallel zum Boden sein und das Buch halten Sie mit der Handfläche nach oben in der Hand. Nun müssen Sie nur die Handfläche immer wieder nach oben und nach unten beugen und das so oft, bis Sie nicht mehr können. Oben am obersten Punkt sollte etwa eine Pause von einer Sekunde gemacht werden. Bei dieser Übung wird der Flexor trainiert, der etwa hier liegt, wenn die Handfläche nach oben zeigt. In der Kraftübung eben mit der Handfläche nach oben haben wir den Handbeuger trainiert, der auch als Flexor bekannt ist. Wenn man nun die Hand einmal umdreht und dieselbe Übung genauso wie eben macht, runter am höchsten Punkt, eine Sekunde halten. Und wieder runter und wieder hoch. Am höchsten Punkt eine Sekunde halten. Trainiert man den Extensor, der auch als Handstrecker bezeichnet wird. Ein gutes Gerät für zwischendurch sind außerdem die Fingerhanteln, die man überall gut mit hinnehmen kann und die man in jedem Sportgeschäft für etwa 3 bis 10 Euro bekommen kann. Es gibt sie in verschiedenen Ausführungen, so wie hier in 2 verschiedenen Farben. Und in 2 verschiedenen Schwierigkeitsstufen, das heißt, sie sind schwerer zusammenzudrücken. Die Ausführung sollte klar sein, man drückt sie zusammen. Immer wieder, bis man nicht mehr kann. Und genau das ist auch meine Fitnessübung. Sie trainiert den ganzen Unterarm. Eine tolle und spaßige andere Variante, die Unterarme zu trainieren, ist die Benutzung dieses Balles. Dieser Ball nennt sich Rollerball und man kann ihn für etwa 9 Euro im Internet erwerben. Diesen Rollerball benutzt man folgendermaßen. Zunächst zieht man dieses kleine rote Bändchen so schnell wie möglich heraus, um den gelben inneren Ball zu beschleunigen. Dann nimmt man den Ball in die gesamte Hand und probiert durch eine geschickte Handbewegung, die etwa so aussieht, den Ball noch schneller werden zu lassen oder ihn auf einer bestimmten Geschwindigkeit zu halten. Diese Bewegung sieht dann ungefähr so aus. Man kann auch die Richtung wechseln, was dann andere Muskelgruppen beansprucht. Umso schneller der Ball im Inneren wird, umso anstrengender wird es. Ich wünsche euch viel Spaß beim Training und ich hoffe, ihr werdet nach diesem Training Unterarme bekommen wie ich, sie nicht taub. Tschüss und auf Wiedersehen.